Hey Leute, Dennis Goyle, Crypto Show 1171 heute am 24. April. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Und ja, heute sprechen wir ein bisschen über den digitalen Juan, über John McAfee und über den Todex-Founder eines der größten Krypto-Exchanges in der Türkei oder ehemalig größtes Exchange in der Türkei. Aber starten wir mit dem Preis. Wir stehen bei 27.000. 722, ja, letzten Tage war mal im Tief bei 27,1. Der Bitcoin muss wieder über die 30 hüpfen, ne? Also ich glaube, dass es jetzt bald wieder eine kleine Rallye gibt nach oben. Ich persönlich denke nicht, dass wir noch viel tiefer fallen. Könnte natürlich sein, aber denke, wir werden noch hier eine sehr spannende Woche erleben. Aber lass uns erstmal nach China gucken, denn viele Menschen, ja, gucken, was gerade in China abgeht, gerade was den CBDC angeht. Central Bank Digital Currencies, die Chinesen pushen das ziemlich hart und alle im öffentlichen Dienst, ja, also öffentliche Institutionen oder die irgendwie im Government-owned sind, die ganzen Mitarbeiter werden jetzt ab Mai, also nächsten Monat, mit dem digitalen Yuan bezahlt, dem CBDC der Chinesen in der City of Jiangsu. Ja, ziemlich crazy, wenn du mich fragst, dass das jetzt hier wirklich losgeht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Angestellte das sind, aber es wird schon eine ganz ja, interessante Zahl sein. Und die können da natürlich ja, noch wählen. Also man kann hier opt-out. Man kann raus aus dem Digital Yuan über solche Self-Service-Terminals, wenn man das möchte. Aber ich denke, da das ja, Angestellte des Staates sind, werden die meisten das wahrscheinlich dann ganz normal akzeptieren und dann ja überall mit diesem neuen CBDC bezahlen. Am Februar wurde das damals so wirklich initiiert vom Government. Die haben da 26,5 Millionen Dollar wirklich an CBDC quasi rausgegeben an die Leute und damit die Händler es einfach auch akzeptieren. Dieses Pilotprogramm hat ja, wie gesagt, Anfang des Jahres angefangen und man will hier bis 2025 wirklich ein komplett effizientes Operating System, so eine, ja, CBDC Economy aufbauen, also nur noch 2 Jahre und dann ist alles andere passé. So ist der Plan in China. In Hongkong zum Beispiel, ja, da wurde das auch probiert. Da gab es nach diesem Wallet Launch nur 625 Leute, die das gemacht haben. Also da kam es nicht so gut an. Ja, ob das im Rest von China auch so einfach wird wie in Jiangsu, wird sich zeigen. Aber wir sehen den Push der Staaten für die CBDCs. Und wenn das ja durchgeht, dann sage ich mal gute Nacht, weil damit herrscht die völlige Kontrolle des Staates über dich, über deine Ausgaben. Und das ist ja, wenn du mich fragst, eine ziemlich crazy, crazy Entwicklung. Aber wir behalten das im Auge. Zweites Thema ist John McAfee, beziehungsweise seine Frau, ja, Janice McAfee. Die hat sich nämlich jetzt ja, ein bisschen beschwert auf Twitter, indem sie ja über ihren verstorbenen Mann gesprochen hat. Der ist nämlich in der Leichenhalle seit 600 oder über 670 Tagen. Das ist echt crazy und sie fragt sich halt, warum, ja, wurde John McAfee nach 670 Tagen aus Spanien noch nicht freigegeben, seine Leiche? Ja, warum wurde die Autopsie noch nicht freigegeben? Ja, und sie schreibt dann auf Twitter, what are they hiding? John McAfee did not kill himself, ja, so schreibt sie es auf Twitter, ja, also was verstecken sie? I don't know, ja, gute Frage, warum das so lange dauert. John McAfee wurde ja im Oktober 2020 in Barcelona am Flughafen festgehalten und dann gab es die ja, Anklage vom Department of Justice und der SEC und ja, der spanische Gerichtshof hat dann entschieden, den John auszuliefern, einen Tag später, ja, war er auf einmal tot. Ja, in der Dokumentation Running with the Devil, ja, übrigens ganz interessant, die Doku auf Netflix, ja, könnt ihr euch mal reinziehen. Da gibt es eine alte Freundin von John McAfee, die sagt, ja, der hatte mich nach seinem offiziellen Tod aus dem Gefängnis nochmal angerufen und beziehungsweise nicht aus dem Gefängnis angerufen, sondern aus Texas angerufen. Ja, also die Ex-Freundin behauptet, ja, John wäre wieder auf freiem Fuß. Seine Frau Janice hat das natürlich als verrückte Theorie dargestellt. Ja, aber lebt John McAfee?
Ich glaube nicht. Who knows, ja. Letztendlich, auf jeden Fall, ist es ziemlich verrückt, ja, dass diese ganze Geschichte sich immer noch hinzieht und ja, so lange hier wirklich diese Leiche einfach nicht freigegeben wird, keine Autopsie da rauskommt, ja, who knows, was da wirklich vor sich geht. Kommen wir zum dritten Thema, Todex. Todex ist ein, ja, war ein Krypto-Exchange in der Türkei, eines der größten Krypto-Exchanges. Und der CEO und Gründer Faruk Fatih Özel, der hat sich damals mit einem Exit-Scam ja hier quasi aus dem Staub gemacht mit 2,6 Milliarden Dollar ja, in Form von Krypto. Ungefähr 400.000 User quasi gescammt damit. Der 27-Jährige wurde jetzt in Istanbul verhaftet, anscheinend bei der Einreise am Flughafen. Ja. Ich frage mich auch, ja, warum man, wenn man auf der Flucht ist, dann wieder in sein Heimatland per Flugzeug einreist. Aber hey, wer weiß schon, was da wirklich los ist. Nichtsdestotrotz, ja, damals im April 21 hat der ja alle letztendlich Social Media Profile deaktiviert und ja, ist dann nach Albanien geflohen, hat sich dort versteckt, so wie es scheint, über ein Jahr, ja, das Leben genossen oder wer weiß, was er dort gemacht hat, ja. Aber Interpol hat eine Red Notice veröffentlicht und ja, in der Türkei wurde natürlich auch nach ihm gefahndet. Jetzt ist er in Haft. Mal gucken, was ihm da für eine Strafe droht. Auf jeden Fall seine Zwillinge, seine Zwillinge, seine Geschwister, die sind ja auch hier mit involviert. Die sind auf jeden Fall im Gefängnis und die Behörden haben mir über 62 Leute mit dem Todex Exit Scam angeklagt. Ja, ziemlich große Geschichte, was da rausgekommen ist. Und ich bin gespannt, ja, was er hier wirklich für eine Strafe dann letztendlich bekommt. Zum Schluss, guck mal, Marktgeschehen bei 1.167 Milliarden Bitcoin Dominance 45,9% und ja, Bitcoin leicht im Plus, ETH leicht im Plus bei 18,63. In den Top 10 ist jetzt nicht viel Bewegung drin. In den letzten 24 Stunden ja, haben wir auch keine großen Gains gesehen. Einfach Flow ist mit 3,8% im Plus oder Stacks mit 3,2% als Top-Gewinner in den 100 größten Coins. Und Top-Verlierer ist das Wu Network mit 12% Minus. Also ganz, ich sag mal, ruhiger Start in die Woche. Mal gucken, ja, ob wir diese Woche wieder ein bisschen Aufwind erleben oder nicht. Aber wir sind durch mit der Show. Und du weißt, was du tun ist. Lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, wie immer, macht's gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam. Give us a Bitcoin to save.